Weitere Überschallraketen für das Kaliningrader Gebiet. Föderale Medien informieren über die Stationierung weiterer Einheiten im Kaliningrader Gebiet, die mit dem Überschallraketensystem Bastion ausgestattet sind. Das russische Verteidigungsministerium hat beschlossen, weitere Raketeneinheiten in das Kaliningrader Gebiet zu verlegen. Es handelt sich hierbei um Überschallraketen des Typs Bastion. Die Stationierung erfolgt im Jahre 2021 in der Nähe der Ostseeküste. Das Raketensystem ist bestimmt für die Vernichtung von Schiffszielen, aber auch landgestützter gegnerischer Technik. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich im Kaliningrader Gebiet die 27 selbstständige Raketenbrigade. Stationierungsort ist die Siedlung Danskoje bei Svetlogorsk. Die Brigade verfügt bereits über das System Bastion sowie eine Abteilung des Raketensystems BAL. Beide Raketenkomplexe sind in der Lage, den gesamten Bereich der Ostsee abzudecken. Die Reichweite des Systems Bastion beträgt 600 Kilometer. Für die Zielfindung der Raketen werden Flugzeuge, Hubschrauber, Radarkomplexe sowie Schiffe und U-Boote eingesetzt.